Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 252. Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ja, ich hoffe, dass das heute durchkommt, denn das muss ja durch massive Schneemassen aus dem Norden gefunkt werden. Sagt man noch gefunkt? Gefaxt. Hat man das früher genannt. Sitzen die Leute da jetzt mit ihren Funkempfängern? An den Empfängern da draußen. Unseren Worten zu lauschen. Ja, genau. An den Hörfunkgeräten. Ist das jetzt eigentlich der erste im neuen Jahr? Stimmt, das ist der erste. Frohes Neues. Frohes Neues. Wie lange sagen wir es noch? Ja, doch, passt. Passt immer. Ja, schönes Neues. Ich bin Norddeutscher, mit froh haben wir nicht viel zu tun. Genau, dann neues Jahr. Neues Jahr. Ja, neu. Ja, Mai. Genau. Ja, neu. Ja, was bringt das neue Jahr? Viel Schnee, zumindest hier im Norden. Genau, bei uns im Süden eher viel Regen. Das ist also verkehrte Welt. Na, der Klimawandel ist da. Ja, und irgendwann wird auch der letzte Michi verstehen, was der Unterschied zwischen Klima und Wetter ist. Aber gut. Ja, genau. Ja. Sagen wir dahingestellt hier. Sagen wir da. Du hast vorhin eben... Ich habe vorhin. Vorhin eben, wir haben schon wieder ewig. Nein. Quatsch. Diesmal hat die Aufnahme funktioniert. Ich habe nichts falsch. Und da hast du ein Stichwort genannt hier, Stichwort KI. Und dann haben wir jetzt sofort gesagt, komm, jetzt nehmen wir auf, es geht los. KI. Das erste große Event steht vor der Tür. Im Moment, klar, es ist eher. Die Fußball-Europameisterschaft? Ach ja, das ist ja noch weit, weit weg. Handball-Weltmeisterschaft? Handball gibt es auch, ja, stimmt. Ach, Samsung Galaxy. Samsung Galaxy Unpacked Event 2024. Im Rahmen des MWC, auf den ja ganz alle gespannt warten. Und es ist jetzt der offizielle Trailer draußen. Die Ankündigungen und die Einladungen sind verschickt worden. Es geht los hier. Es wird natürlich die Galaxy S24-Serie enthüllt mit wenig Neuem. Also klar, die S24, die Top-Modelle. Man munkelt auch die neue A-Serie, die kommen soll, was ja das kleine Schwestermodell von der S-Serie ist. Und mit im Gepäck ganz viel KI. Wieder mal inflationär verwendet dieses Wörtchen, wobei es ja öfter mal AI, Artificial Intelligence ist, aber KI mit verbunden. Und ich glaube, Samsung begeht jetzt da ganz offiziell einen Weg, den schon mehrere Hersteller eingeschlagen haben, aber das jetzt gerade in Bezug auf Kamerasensoren, ich rede jetzt nicht vom Ultra mit dem neuen 200-Megapixel-Sensor, der ja wirklich irre ist, aber ich glaube, in der Zukunft werden wir sowas sehen, was Pixel schon die letzten Jahre macht, dass sie gar nicht mehr so viel Wert auf die Technik der Linsen legen, sondern vielmehr in die Software, die dann aus, Anführungsstrichen, normalen Linsen richtig geile Fotos machen können, wie du es möchtest. Mit deiner Pixelmagie, die ja mir so hervorragend bei Instagram zeigst, was sie alles möglich macht. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft viel häufiger sehen. Also runter mit der Kamera, mit den Setups und viel mehr Softwaremöglichkeiten, um dann das Bild so anzupassen, wie du es dann brauchst. Ja, ich glaube, das wird für den einen oder anderen Hersteller ein bisschen doof werden. Grüße an Sony, wenn die plötzlich nicht mehr genötigt sind, jedes Jahr die. Aber grundsätzlich mal, Peter, was soll dieser Quatsch eigentlich? Warum machen die Hersteller das? Ich habe ein Video gesehen von einem Engländer, den ich sehr mag, der testet und spricht über Kaffee. Da irgendwie Leute, die... Kaffee, Kaffeemaschinen und wie man einen Kaffee-Influencer mit irgendwie Millionen von Followern und Millionen von Klicks auf seinen Videos. Und der erklärt ja auch, wie man mit der Mokka-Pot richtigen Kaffee machen, das, warum man immer kaltes Wasser da stehen haben sollte. Es geht halt immer um Temperatur, egal. Und der Typ hat eine Maschine von Aldi getestet, 299 Pfund, ein mit eingebautem Mahlwerk, ein Siebträger. Und hat sich furchtbar über diese Maschine aufgeregt zum Schluss. Und hat dann irgendwie einen Satz gesagt, den ich erstaunlich fand, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Er hat gesagt, was für eine Verschwendung von Zeit, Geld und Ressourcen. Irgendjemand muss diesen Scheiß geplant haben. Das hat unglaublich viel Energie gekostet. Irgendjemand muss diesen Scheiß gebaut haben. Das hat unglaublich viel Energie gekostet. Dann wird der Mist aus Asien hierher transportiert. Kostet unglaublich viel Energie. Diese Kaffeemaschine ist eine Katastrophe. Und ich habe mich an dem Moment gefragt, ja, stimmt eigentlich. Warum machen die Hersteller das jedes Jahr noch wieder und versuchen jedes Jahr uns alten Wein in neuen Fässern zu präsentieren? Google Pixel. Hätte es nicht ausgereicht zu sagen, Google Pixel, hier ist unser Pixel 8. Das Display, das sieht jeder, ist deutlich größer im Gehäuse geworden. Das Gehäuse ist kleiner geworden. Es ist viel heller. Es ist ein 120 Hertz Display. Das Display ist größer und schöner geworden. 50 Euro mehr. Schönen Tag noch. Alles andere ist gleich. Samsung Galaxy 24.
S24. Du wirst das mit dem S20 vergleichen können und dann wirst du sagen können, okay, Kamera ist ein bisschen besser geworden, Display. Ich glaube nicht, dass das Display wirklich besser geworden ist. Ja, wohin besser? Wir haben LTPO hinter uns. Ne? Das ist jetzt kommen ja die Nits, ist ja der neueste heiße Scheiß. Wir müssen uns ja mit den Displays ja die Netzhaut verbrennen können, ne? Weil unter 6000 Nits geht ja gar nichts mehr. Das ist ja teilweise echt krass, wenn du jetzt auf so bestimmten Seiten wie MyDeals immer so das beste Beispiel, ja? MyDeals, sorry, aber MyDeals, da ja, ist auch da unterhalte ich normal los und dann wird irgendein Deal, irgendein Smartphone vorgestellt, warte mal, das hat nur 4000 Nits, was eh schon brutal hell da ist. Sind, Peter, bei MyDeals sind keine Normalos. Normalos sind nicht auf MyDeals, Normalos wissen gar nicht, wo MyDeals ist. MyDeals sind Leute, die glauben, dass sie Ahnung von Technik haben. Ja, genau, und das ist halt ich so komme aus einer Welt, ich habe mit einem 3110 Nokia gearbeitet. Da habe ich auch nicht gesagt, das Ding hat keine 6000 Nits. Nein, aber worauf ich hinaus will, das ist der neueste Scheiß. Was sie halt mehr vergessen ist, das sind ja so Maximumwerte, die das Telefon mal in Spitzenzeiten erreicht, für einen Bruchteil von Sekunden nett, schon über ein paar Sekunden, aber in der Regel arbeitest du mit einem Bruchteil der Nits. Das ist ja wie mit dem Hertz vom Display. Du wirst in den seltensten Fällen 160, 100 oder 500 Hertz Display brauchen. In der meisten Zeit wird das Telefon mit 1, 2, 3, 5 Hertz rumdümpeln, weil du ewig irgendeine Seite liest oder irgendein Thread oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist einfach so, wir Menschen streben immer nach immer höher, immer schneller, immer weiter. Und deshalb, glaube ich, müssen die Hersteller, wir verlangen das so ein Stück weit von denen, ihr müsst uns jedes Jahr Innovation präsentieren. Es wird schwer, es wird richtig, richtig schwer. Wir haben die Kameras auch durchs Dorf getrieben, dann kam das LTPO-Display, dann kam jetzt diese Nits, als nächstes kommt wieder der Prozessor, das haben wir auch schon vor ein paar Jahren, als es ja Riesensprünge gemacht haben, die Schritte werden immer kleiner, aber wir verlangen. Weil was wird denn passieren, wenn Samsung sagt, hier, pass auf, hier ist das S24, einzigste Neuheit ist der Name. Das Gerät vom letzten Jahr, so wie es halt Pixel gemacht hat. Pixel hat gesagt, ey Leute, wir wollen kein... Nee, weißt du, wer es gemacht hat? Oder so. Apple mit der Apple Watch Ultra 2. Ja, genau. Hey Leute, die ist nicht wirklich besser. Das ist dieselbe Uhr im Endeffekt, wie steht es. Ist ja im Endeffekt so. Steht nur eine 2 hinter. Genau. Schönen Tag. Und das meine ich, aber das will ja keiner so wirklich. Weil doch, ich beschwere mich darüber, oder? Ja, natürlich. Und ich mache es ja genauso. Ich sage mir, ja toll, ich hätte mir jetzt so gerne die Ultra 2 gekauft, aber ich habe es nicht, weil der Sprung mir einfach zu klein ist für den Aufpreis. Aber irgendwo erwarten wir das. Jetzt nicht die Normalos. Wir Techies, die in unserer Tech-Blase unterwegs sind, wir verlangen das. Weil wenn jetzt Samsung sich hinstellt und präsentiert das S24 Ultra, in Design bisschen abgewandelt, ne, so wie bei einer Karosserie, beim Auto, wo dann ein Facelift ist. Ja, das wäre doch was. Wir machen das S23 Facelift. Stell dir mal vor, da kommt wirklich so ein CEO von so einem Richard Yu kommt um die Ecke und sagt, ich habe eigentlich nichts zu sagen. Wollen wir über das Wetter sprechen? Lass uns mal über das Wetter. Wie ist das bei euch? Also hier gerade in Tokio, nee, in Korea ist er ja, ne? Wo auch immer, Peking, hier scheint gerade die Sonne. Ey, das macht doch Xiaomi. Hast du Xiaomi Event angeguckt? Der nee, CEO ich hab von gearbeitet. Xiaomi, ich habe mir so einen Auszügen angeguckt, so best of. Der Xiaomi CEO ist echt in der Lage, die erste halbe Stunde vom Event über seine Kindheit zu quatschen. Das ist super, ja, das wenn ist, er nichts zu sagen hat. Richtig, genau, weil so macht es halt viel Wind um nichts. Ja, so stell dir mal vor, Politiker, wir reden viel und sagen dazu nichts und wenn dann so verworren, verschwommen, dass du es in alle Richtungen interpretieren kannst. Aber die gibt das doch. Guck dir Timmy an. Tim Cook, der kommt raus, labert eine Stunde und sagt wirklich kein Wort. Das ist doch perfekt. Genauso muss es sein. Moment, und trotzdem, Moment, er sagt immer, es ist das beste iPhone, was wir jetzt gebaut haben. Das ist schon immerhin. Ja, okay. mittlerweile, das ist ja total lustig, ist dir aufgefallen, dass die Hersteller mittlerweile, ich weiß nicht, ob Apple da der Einzige ist, ich glaube, die anderen machen das auch, mittlerweile keine Vergleiche mehr machen. Also früher war das ja so, dass Apple gesagt hat, das ist das beste Display in einem Smartphone. Mittlerweile sagen sie, es ist das beste Display in einem iPhone. Weil sofort irgendein Hersteller mit 7 verkauften Smartphones aus den tiefen Shenzhens um die Ecke kommt und sagt, nee, stimmt nicht, unser ist noch besser. Und deshalb sagen sie mal, it's the best display in a Samsung. Ja, das stimmt. Aber nicht in den Smartphones, weil Sony hat ein 4K-Display und das ist ja, übrigens das ist etwas, so das fällt nebenbei, das fällt übrigens wirklich auf. Wenn du schon mal ein 4K-Display genutzt hast in einem Smartphone, ich habe ja gerade das Xperia One Mark 5 genutzt und dann gehst du zurück auf egal welches andere Display, das ist die ersten 1-2 Minuten wirklich ein Downgrade, ein merkbarer Downgrade, den du bei den Nits übrigens nicht hast. Ja. Weil das merkst du ja einfach nicht, wie du richtig gesagt hast. Das ist doch eine theoretische Zahl. So als Pixel-Nutzer, wenn ich gefragt werde, wie viel Nits hat denn dein Smartphone, sage ich, genug.
Genau, du bist dann wieder, Rolls-Royce-Fahrer. Ne? Genug. Genug. Genau. Ich komme von A nach B. Das geht mit 50 PS oder auch mit 500 PS, weil im Stau stehen wir alle gleich. Im Stau stehen wir alle gleich, da hast du recht. Aber diese, das ist tatsächlich so eine, und das ist ja wirklich die Akkugeschichte, also vor einem Jahr war das irgendwie so, wie groß ist denn der Akku? So, wie viel? 4.500, 4.000, 5.000 Milliampere, wie groß ist denn der Akku? Ja, jetzt scheint das diese Netzgeschichte zu sein. Bin mal gespannt, was es nächstes Jahr ist. Ach, nächstes Jahr wahrscheinlich die KI. Welche KI ist denn bei dir verbaut? KI, AI, magst du nochmal den Unterschied erklären? Ich kann sie nicht mal richtig erklären, weil das mittlerweile, also KI, künstliche Intelligenz, ist ja wohl eine Maschine, die sich selber trainiert, beibringt und verbessert. AI ist wohl nur unterstützend, die halt an, du musst dann das Ding mit Eingaben füttern, die das dann in irgendeiner Weise optimiert. Das ist so die grobe Umschreibung für mich jetzt. Ne? Okay, dann. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wenn es falsch ist, schreib es in die Kommentare. Ich kann es dir auch sagen. Ja, oder sag so. Es gibt keinen Unterschied. Ja, ich denke mal, das KI ist, bedeutet künstliche Intelligenz und AI bedeutet Artificial Intelligence, was künstliche Intelligenz auf Deutsch bedeutet. Na, siehst du. That's it. Die ganz einfache Geschichte. Genau. Und demzufolge, auch, nein, die ganz einfache Geschichte. Auch da wird sich ja in Blogs und in, naja, heutzutage eher in Netzwerken zerstritten. Nee, das ist ja bei KI, das ist AI. Leute, runterkommen, durch die Hose atmen, fragt mal eine KI nach dem Unterschied und kriegt eine Antwort. So einfach ist das. Die ich übrigens sehr gerne nutze mittlerweile. Also ich nutze Bard wirklich, wirklich gerne für so ganz normale Sachen. Welches Smartphone soll ich mir kaufen? Fragezeichen. Und dann frage ich Bart. Und Bart sagt mir dann Pixel. Und dann frage ich die KI von Samsung. Und Samsung sagt mir das neue Galaxy S24. Und dann frage ich Siri. Und Siri sagt mir, ich bin keine künstliche Intelligenz. Ich bin strohdoof. Aber man hat mir gesagt, du sollst ein iPhone kaufen. Und dann gehe ich irgendwie zu den Chinesen. Und die sagen mir dann, da sagt mir dann, deshalb ist die chinesische KI auch die beste. Weil die sagen mir, da sagt mir die Xiaomi nämlich, ich soll mir eine Oppo kaufen. Die ist dann wirklich neutral, weil es ja genug Auswahl in dem Lager gibt. Das ist uns eigentlich egal, solange du ein chinesisches Gerät hast. Ganz genau, ne? Aber das ist echt interessant. Die Frage wird jetzt sein, wo wird diese KI, AI überhaupt eingebaut? Ne? Also Fotos ist klar, das wird immer mehr dahin gehen, dass man sagt, hier, du hast jetzt ein okayes Bild hier, das kannst du mal ein bisschen aufpimpen. Einfachste ist halt dann, hier machst du den statt grauen Himmel, machst du einen blauen Himmel, machst du statt einem grünen Hemd, machst du ein rotes Hemd oder was auch immer. Ich denke mir, da in diese Richtung wird es gehen. Ob das dann auch in die, wo ich es interessant finde, wir haben eben bevor wir aufgenommen haben, ein Thema angesprochen, wo so diese Möglichkeiten funktionieren würden. Du sagst, du sitzt in deinem Raum und willst eine Notiz machen oder irgendein was schreiben, dass du es einfach in den Raum sprichst und irgendwo im Hintergrund setzt eine KI das in einen richtig guten Text um. Also wenn du einfach loslaberst, diese KI im Hintergrund das umbaut in einen transkribierten Text, den du dann überall auf deinem Smartphone sofort zur Verfügung stellen kannst und dann sofort posten kannst, irgendwo. Ne? Da mal mit KI, die dann sagt hier, das hast du jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, könnte man dann so und so umbauen oder verschiedene Vorschläge macht. Hier, du hast einen Text verfasst, den gibt es hier in drei Versionen, einmal so ein bisschen freundlich, ein bisschen expressiver, einmal ein bisschen dezenter, dass es dann solche Möglichkeiten gibt. Da wird ja dann KI Sinn machen oder in der Benutzung. Wir haben ja heute schon die Smartphones, die so weit sind, dass anhand deiner täglichen Routine dir Apps vorschlägt, Automation vorschlägt. Hier, du gehst um die Uhrzeit immer nach Hause, ich zeig dir mal jetzt das aktuelle Wetter und die Verkehrslage auf der Autobahn. Ne? Dass das noch viel mehr integriert wird, dass man sagt hier, okay, du bist jetzt auf dem Weg zum, ja, du sagst letztens hier, zu irgendeiner Elektrobude, Mediamarkt, Saturn, wie sie dann heißen, und er sagt dir, pass auf, du hast doch gerade nach dem Samsung Galaxy S24 geguckt. Hier im Shop XY ist es gerade im Angebot oder soll ich dir mal da einen Kontakt herstellen? Oder? Ich meine, ganz ehrlich, wie einfach ist das denn, für den Deutschen ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach, grundsätzlich, wie einfach ist das denn, wenn ich mit meinem Google Chrome Browser mit irgendeinem Browser bei Amazon nach einem Galaxy S24 schaue und danach meine von Amazon gesteuerte Navigationssoftware im Auto weiß, dass ich eine Stunde später vor einem Mediamarkt parke, wie einfach wäre es dann, wenn auf dem Display meines Autos ein Text eingeblendet wird von Amazon, der mir sagt, hey, du hast nach dem Galaxy S24 geguckt, das kostet 899 Euro. Du stehst jetzt gerade vor einem Mediamarkt, wahrscheinlich willst du das Gerät kaufen, wir bieten es dir zu 850 an. Ja, genau. Dass du so alles kombinierst, die ganzen Welten verbaust du miteinander oder verwebst du miteinander. Genau. Und das im Hintergrund, dass du nichts davon merkst. Ne, weil nichts ist nerviger, als dass du, weil, wie machen wir es jetzt? Stell dir vor, du
googelst irgendwie, du bist ja so ein Fuzzi, du machst so einen Quatsch hier, so du hast irgendwie 20 Feuerwehrleute zu verpflegen und du googelst nach Spaghetti Bolognese. Und du googelst das einfach. Und dein Kühlschrank weiß, der hat aber gar nicht die Zutaten für 20 Portionen genau. Spaghetti Bolognese zu Hause. Und plötzlich klingelt es an der Tür und da steht ein Typ vom nächsten Rewe, der dir irgendwie die restlichen Sachen, die du noch brauchst, in die Hand drückst. Ja. Wie geil wäre das? Ja, das ist irgendwie, das ist alles ganz über schlimm. Über Umwege kriegst du es bestimmt schon hin, weil es gibt ja smarte Kühlschränke, die dir dann vorschlagen, du brauchst für das Rezept XY, brauchst du das hier, das kannst du da und da bestellen. Das gibt's ja. Du kannst ja auch heute, wenn du Galaxy S24 kaufen willst, kannst du bei Idealo, wie sie heißen, kannst du Preisvergleich machen. Genau. Nein, Leute, wir wollen das integriert haben. Und das ist für mich KI. Baut es in die Smartphones ein. Wenn du nach was suchst hier, sagt dir im Hintergrund schon hier, ploppt ein Fenster auf, hier, da gibt es gerade ein Angebot, da gibt es einen Couponcode, da gibt es was weiß ich hier, keine Ahnung was. Das ist KI. Wo willst du es dann noch verwenden, diese KI? Ja, aber ich lebe in einem Land, in dem die Menschen irgendwie aus Angst vor Elektroautos mit Mistgabeln nach Berlin fahren. Die lassen sich ihre Häuser verpixeln. Peter, irgendwie muss ich irgendwann in ein Land ziehen, wo ich die Freiheitsrechte abgebe und nach China, weil da ist das wahrscheinlich möglich. Das ist ja, ist da ja, funktioniert es ist ja heute schon. Es ist ja alles möglich. Die Frage, und das ist ja genau das Thema, wo man dann irgendwie den ganz großen Freiheitsbegriff auch ziehen kann. Aber das ist das, was ich möchte. Und ich habe keine Lust, dass mir irgendein Datenschutzbeauftragter irgendeiner Landesregierung in Schleswig-Holstein verbietet, dass ich das für mich nutzen kann oder nicht nutzen kann. Wenn ich das privat und freiwillig für mich entscheide, dass ich das gerne nutzen möchte, dann soll man mir das doch bitte gestatten. Weil, sorry, das ist kein Heroin, das ist irgendwie, das ist genauso geil. Nein, aber sagen wir doch mal ehrlich, wir finden schon geil, was die Chinesen alles können. Bei denen ist ja alles in einem Smartphone, ist das ganze Leben. Da sind alle Ausweise, da sind Bustickets, du machst das alles on the fly. Die haben ja, diese Everything-App, was der Musk ja gerne hätte, mit seinem Twitter-X da. Das haben die ja schon. Die müssen gar nicht aus einer App raus und können da einkaufen, bestellen, Fahrkarten kaufen, Gesundheitskram da. Ich glaube hier, wenn das bei uns soweit ist, wir fangen jetzt an mit der digitalen Patientenakte. E-Rezept. Wir kriegen es auf Deutsch nicht geschissen, weil so viel Datenschutzbedenken, technisch läuft es, aber wir haben solche Datenschutzbedenken, dass wir uns in die Hose machen vor Angst, vor Datenschutzproblemen. Die sind auch ein Stück weit berechtigt. Alles richtig, alles gut. Ja? Aber wir uns so dermaßen blockieren, dass wir diese Innovationen, die schon da sind, wie eben Ausweis auf dem Smartphone. Ey, das ist heute alles möglich. Die Amis machen das, die Chinesen machen das. Wir machen uns in das Höschen, weil dann irgendjemand, irgendein böser Bube uns den Perso abgreifen könnte. Oder wenn mein iPhone verloren geht oder mein iPhone kaputt geht. Ja, ey, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Aber wie beim EC-Karte kannst du es ja sperren. Ne? Und dann ist es nutzlos. Ja, aber guck mal, Peter, wenn ich mein Folder verliere, in dem all meine Karten drin sind, mein Perso, mein Führerschein, meine Tankkarte, der ganze Quatsch, weißt du was, das für eine Riesenrennerei ist? Wenn ich mein Smartphone verliere, so, dann kommt da keiner ran, das ist ein Pixel oder das ist ein iPhone oder das ist ein Galaxy, da sind Sicherheitschips drin, da kommt keiner ran und selbst wenn, das ist, ich brauche einen Rechner, ich brauche mein E-Mail-Konto und mein Passwort. Ja. So, und dann gehe ich da rein und dann gucke ich, wo mein blödes Smartphone liegt. Genau, und deshalb, das Smartphone ist für mich sicherer als jeder Haustürschlüssel, ja, jedes Portemonnaie oder. Absolut. Weil, was hast du als, wenn du losfährst und vergisst dein Portemonnaie, oh scheiße, aber jetzt umdrehen, ach komm, ich habe ja mein Telefon dabei, kann ich bezahlen. Genau. Hausschlüssel vergessen, okay, ist schon jemand daheim, ne, und ich habe irgendwo einen Ersatzschlüssel deponiert. Smartphone vergessen, 30 Kilometer weg, ich drehe um. Ja? Ich bin 200 Kilometer vor Hannover irgendwie, stell fest, Smartphone vergessen, fahr nach Hause, hol mein Telefon. Ja, das ist total verrückt, weil das Smartphone ist für uns, das ist einfach ein Safe. Ja? Natürlich kann man alles knacken, man knackt jetzt iPhone, man knackt jetzt Galaxy, man knackt jedes Telefon. Wenn du die Möglichkeiten hast, genug Energie, kriegst du alles geknackt, aber das ist das Sicherste, das Safe da drin, ja, mit unseren ganzen Daten und mit allem, was wir haben. Nur, das funktioniert nicht. Und wenn du diese ganze Technik jetzt, die wir jetzt schon haben, mal miteinander verwebst, dass das Smartphone wirklich so ein All-in-One-Device werden wird, auch bei uns in Deutschland, dann macht KI Sinn, dass die das dann noch oben drauf setzt und dann daraus sagt hier, der Peter ist um die und sie zurzeit immer beim Lidl, Aldi, Edeka einkaufen, hier sind die neuesten Angebote, du hast doch nach einem Rezept geguckt hier für Spaghetti Bolognese, da hast du gerade hier das Hackfleisch im Angebot, da hast du die Pasta im Angebot, soll ich dir mal die Navigation zeigen, ne? Oder was weiß ich, keine Ahnung. Dann wird es ja Sinn machen. Und selbst sowas gibt das ja zum Teil schon. Also es gibt ja Apps, die das können, zum Beispiel ja, die Bring-App, die ist fantastisch. Aber das ist etwas, das muss ich jedes Mal selber anstoßen. Genau. Ich möchte aber, dass man das ich habe genug Sachen, um die ich mich kümmern muss. Also es ist mal ganz ehrlich, wir haben 2024. Ich habe in diesem Jahr einfach unglaublich viele Sachen, um die ich mich kümmern muss. Der FC St. Pauli ist noch nicht
nicht aufgestiegen. Da sind wir noch nicht fertig. Wir haben eine Fußball-Europameisterschaft, wir haben eine Handball-Welt- oder Europameisterschaft irgendwie. Es wird vielleicht GTA 6 irgendwie dieses Jahr, aber nächstes Jahr nicht kommen. Ich muss mich das ganze Jahr drauf freuen. Ich muss hier Computer bauen. Ich habe irgendwie, T.S. Ullmann hat da mal ein Lied drüber geschrieben, wie viel ich zu tun habe. Da will ich mich nicht auch noch um so einen Scheiß kümmern müssen. Und das meine ich jetzt, auch wenn ich das lustig sage, das meine ich ernst. Das sind Dinge, mit denen ich meinen Kopf... Das ist so ähnlich wie diese Sprüche, die meine Mutter immer drauf hat. Ja, kannst du denn noch die ganzen Telefonnummern auswendig? Nein, brauche ich nicht. Ich stehe in meinem Telefon. Ich brauche meinen Kopf nicht mit so einem Mist belasten. Du kannst noch Telefonnummern aus deiner Jugend auswendig. 200 Telefonnummern hast du noch im Kopf. Ja gut, in meinem Kopf sind andere Dinge. Richtig. Wichtigere Dinge als Telefonnummern. So, was für ein Blödsinn. Klar kann ich noch die Telefonnummer meiner ersten Freundin auswendig, aber die habe ich irgendwie auch wahrscheinlich 700 Mal gewählt. Ja, aber ich glaube immer, dieser Begriff KI, AI... Meine Mutter hat ein neues Telefon. Was machen Kinder, wenn sie über Weihnachten zu ihren Eltern fahren? Erstmal alles einrichten. Wir sind praktisch das mobile Service-Mobil. Genau, weil ich habe das morgen vor mir, weil ich habe jetzt auch meinen Schwiegervater aufs iPhone portiert. Ja, genau. Und da werde ich morgen das iPhone dann also von Android auf iPhone umziehen. Und das machen wir... Ja, okay, aber hier in 20 Jahren sind wir soweit, ne? Sag ich zu meinem Sohn, kannst du mal vorbeikommen? Ich habe ein Problem. Glaube ich ne? nicht. Ach, hundertprozentig. Dann haben die wieder eine ganz andere Technik. Aber jetzt mal wieder den Bogen zu spannen zu der KI. Ich glaube einfach... Ganz kurz, was ich sagen wollte. Ich habe dann das Telefon meiner Mutter einrichten müssen, das neue. Und stell fest, dass da eine Telefonnummer mit dem Namen vorsteht. Dann sage ich, okay, was ist das? Sagst du, das ist deine Telefonnummer? Sag ich, ich kenne mein Telefon, was ist nicht meine Telefonnummer? Doch, das ist deine Festnetztelefonnummer. Ich sage, ich habe Festnetz. Du könntest mir meine Festnetznummer wahrscheinlich sagen, weil du die auf deinem Display siehst und wir jetzt gerade miteinander telefonieren. Das ist aber auch die einzige Nummer, die gespeichert ist, ehrlich gesagt. Und bei dir sieht das genauso aus. Ich gehe immer 060, Peter. Super, brauche ich gar nicht, da steht nicht mal Peter davor. Ja, genau. So, und genau das ist das doch irgendwie. Dafür will ich meinen Kopf gar nicht belasten. Das ist doch super, wenn das jemand für mich macht, oder? Ja, und das ist ja das Schöne. Die ganzen Termine, alles in den Kalender, der auf dem Smartphone synchronisiert wird, dass du es immer zu jeder Zeit zur Hand hast. Aber nochmal zurück, ich glaube, dieses KI, das ist einfach nur so ein Buzzword, ne? So um einen aktuellen Begriff zu nennen. Man verpackt alles mit immer einem Schlagwort. Ja, und am Endeffekt ist es nichts anderes, was wir schon seit ewiger Zeit machen, dass wir gerade jetzt mit Foto-KI einfach ein Bild nehmen und es einfach bearbeiten, dass es noch besser wird. Das ist aber keine KI. Ey, tut mir leid, das ist einfach... dieses Wort einfach mal durch reingeprügelt, Hauptsache wir haben es verwendet hier und wir können das auf unsere Fahnen schreiben, weil auch diese Automation, dass uns irgendwelche Apps vorgeschlagen werden zu irgendwelchen Orten oder Uhrzeiten, ist auch nichts Neues. Machen auch viele Smartphones schon seit vielen, vielen Jahren. Samsung hat damit angefangen. Ich weiß noch, bei welchem Galaxy es war, Smart Stay. Wenn du aufs Display guckst, erkennt es die Kamera und schaltet das Display nicht ab. Das war ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang. Ja. Und er hat dann angefangen, Vorschläge zu machen, wenn du irgendwo bist und irgendwann bist hier, das wäre eine App für dich hier, dann hast du verschiedene Homescreens, die dann da konfigurieren konntest oder sogar Homescreens, die sich komplett umgeschaltet haben nach einer bestimmten Zeit. Das ist ja alles nichts Neues. Und wenn es jetzt eine KI macht, ist es nichts anderes wie Technik von gestern mit dem Namen von heute. Und wenn du dieses Spiel nicht mitspielst, ich weiß nicht, also wir haben uns dafür vor 2 oder 3 Monaten mal drüber unterhalten, schaut euch mal auf Google Maps die Hanauer Landstraße an. Wenn ihr wisst, wo das Moxie ist, guckt da mal hin. Wenn ihr das Bild seht, werdet ihr feststellen, da ist alles, aber kein Hotel. Das Foto ist 15 Jahre alt bei Google Maps, weil die Hersteller, die Anbieter dieser Dienste einfach sagen, na gut, in Deutschland, da haben die keinen Bock drauf, also featuren wir das nicht. Das sorgt aber dafür, dass ich nie weiß, wo ich womit bezahlen kann. Ich fahre nach hier in die Eulenspiegelstadt, nach Mölln, am Marktplatz, da sind 5 Restaurants, in 2 davon kann ich bezahlen, in 2 nicht. Also in 2 davon wollen Geld von mir haben. Ich habe aber niemals Geld dabei. Weil ich Geld einfach dreckig finde. Ich finde es eklig. Das haben ganz viele Leute angefasst. Das ist eine dreckige Geschichte. Bäh. Ekelhaft. Will ich nicht haben. Ich will mit Karte bezahlen oder mit Telefon. Geht da nicht. Und ich denke dann immer, ja klar, alles klar, verstehe ich. Steuerhinterziehung. Ja, genau. Ne? Das ist so der erste Gedanke, den ich habe. So, ich weiß, ihr seid hier irgendwie ein nettes, liebes, kleines Lokal. Irgendwie bei euch gibt es tollen Apfelkuchen. Ne? Ah, ihr sucht Mitarbeiter. Aha, Chef geht's nicht so gut. Muss ein 7er aus dem letzten Jahr fahren. Ah, deshalb auch keine Kartenzahlung. Steuerhinterzieher. Alles Verbrecher hier. Aber kommen wir doch mal zur Hauptsache zurück, Peter. Galaxy S24. Was wird uns da erwarten und vor allen Dingen, wieso wissen wir das alles? Ja, wie es halt so ist, hier mit so Geheimnissen, die bleiben halt lang geheim, obwohl mittlerweile gibt es jetzt ganz offizielle,
die Renderbilder sind mittlerweile keine Renderbilder mehr, das sind offizielle Produktfotos, die zwar nicht selber von Samsung kommen, aber was sehen wir? Wir sehen die genau das, was wir am Anfang gesagt haben, die Geräte sehen aus wie vom letzten Jahr. Es gibt wieder ein normales Galaxy S24, was wohl mit einem Exynos-Prozessor kommen wird. Wir haben ein S24 Plus mit einem Snapdragon-Prozessor und wieder das S24 Ultra. Also wieder diese drei Geräte. Sie werden beim Galaxy S24 Standard und beim Plus 50 Euro billiger, laut Gerüchten, weil Samsung hat gerade ein Gewinnspiel laufen und da wurden dann auch die Preise ausgelobt, jeweils ein S24 im Wert von 899 Euro, ein S24 Plus im Wert von 1.169 Euro und ein S24 Ultra 1.469 Euro, jeweils eine Standardkonfiguration. Und nach oben natürlich keine Grenzen, weil der S24 Ultra wird es mit 1 Terabyte geben, da gehen wir dann auf 1.850 Euro, glaube ich, waren das. Und wo dann jeder sagt, boah, ist aber teuer, ey Leute, es gibt genug Telefone da draußen, die so teuer sind. Ne? Also das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Das, guckt euch mal, was ein Sony kostet. Ja, genau. Also das ist heute nichts mehr Ungewöhnliches. Auch die Designs sind ziemlich ähnlich. Finde ich auch ganz gut so, weil wir haben uns schon vor langer Zeit darüber unterhalten, dieses Branding, dass du wirklich einen Hersteller anhand des Gerätes erkennst. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir hatten ja mal eine Zeit lang, wo die Telefone alle gleich aussahen. Wenn du jetzt so ein bisschen aus der Masse rausstichst, und das ist eben die Rückseite heute, weil vorne haben wir Volldisplay, da kannst du nichts mehr machen. Und die Geräte sind völlig identisch. Jetzt haben wir auch beim Ultra Titan ist da angekommen, ne? Und aber sonst wirklich wenig Neuheiten, bis auf ein bisschen bessere Kamerasensoren, ein bisschen bessere Prozessoren. Aber das wirst du halt auf Strecke erstmal nicht merken. Vielleicht auf ganz, ganz lange Sicht, wo es dann wirklich interessant wird, wenn es um die Update-Politik geht. Weil wenn du heute ein Smartphone rausholst aus der Schublade, was nach 5 Jahren mal wieder anschaltest, wirst du merken, dass es in den allermeisten Fällen eher mäßig bis gar nicht mehr läuft, ne? Und dann hast du, wenn du dann den aktuellsten Prozessor hast, hast du auch ein bisschen Luft nach oben, ne? Also damit kannst du die Grenze nach hinten verschieben. Aber sonst revolutionär Neues wird es nicht geben. Ich glaube, dafür ist die Zeit einfach nicht oder die Zeitabstände zu knapp für noch größere Innovationen. Aber zumindest nichts bekannt. Ja, das glaube ich auch. Am Ende des Tages ist das. Also ich finde es sehr gut, dass sie erkennbar sind, ich finde es grundsätzlich gut, dass du als Produkt erkennbar bist und die Möglichkeiten sich dort, also es wird halt zumindest mehr, oder anders ausgedrückt, es wird jetzt merkwürdig kommen, wenn Oppo oder Realme oder Xiaomi mit einem Kamerabump um die Ecke kommen. Das Galaxy hat ja eigentlich keinen Kamerabump mehr, sondern hat einfach erhöhte Ringe oder einen Rahmen um die Linsen. Aber die Rückseite ist mittlerweile schon ikonisch als Samsung zu erkennen. Und da wird das dann für andere natürlich sehr schwer, das zu kopieren, ohne dass man dann sofort sagt, naja, das ist ein Samsung-Fake oder ein Samsung-Klon und darüber hinaus dann auch sofort Marketing und Werbung für das andere Unternehmen macht. Weil niemand möchte ja, dass, wenn man ein neues Produkt präsentiert, dass die Leute überall schreiben, na, sieht aus wie ein und dann nennt man den Namen eines Konkurrenten. Das willst du ja vermeiden. Und demzufolge haben sich irgendwann die großen Hersteller, bei Google ist das ja mit dem Pixel so, das ist sehr ikonisch, Samsung mittlerweile auch, bei Apple, die haben seit 10 Jahren den Kamerabump nicht mehr verändert. Das ist dann schwer für andere da reinzustoßen. Das heißt, andere müssen dann schauen, ob sie auch was Geiles oder Cooles finden. Und das ist dann tatsächlich schwer, wenn die, ich sag mal, gewohnten Anblicke dann schon vergeben sind. Ja, wir haben das ja weiter unten als Thema aufgeführt, so krasse Kamerabumps. So wird deshalb hatte ich das jetzt kurz angesprochen, Peter. Genau, und das Honor Magic 6 Pro. Honor, wissen wir ja, ist ja seitdem der Wegfall von Huawei in den Märkten, ist Honor so der Nachfolger. Es war früher so die kleine Schwester, heute ist es die große. Und die haben jetzt das Magic 6 Pro vorgestellt hier oder werden es vorstellen. Das hat schon einen ziemlich prägnanten Kamerabump. Also das ist halt wirklich brutal. Ja, das ist aber auch ein Pro-Gerät, Peter. Das muss man unterscheiden. Genau. Das Samsung ist ja nur ein Ultra. Das kann ja nicht so viel. Das ist ein Pro. Das ist für die Profis da draußen. Richtig. Und die Kamera sieht ja tatsächlich auch von hinten aus. Der Kamerabump erinnert mich sehr an ein Kameraobjektiv. Als eine Einheit mit drei Linsen. Also man sieht schon ganz deutlich, das ist ein Pro. Also das ist für Profis gemacht. Da kann ich nicht mit, also das ist nichts für mich. Tut mir leid, ich bin kein Profi. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber es ist halt schon ein Designelement, ne? Oder dann weiter unten das Oppo Find X7 und X7 Ultra, was jetzt auch kommen wird. Leider nicht bei uns. Patentstreit nach wie vor. Aber auch da, der Kamerabump, sehr auffällig mit dem Hasselblad-Branding da, ne? Also das ist dieses Stilelement, Kamerabump kannst du treiben bis zum St. Nimmerleins-Tag. Was ist das Eckige in der Mitte?
Das habe ich mich auch gefragt hier. Ist das die Periskopkamera? Weil das ist wirklich mal was ganz Neues, oder? Ja, keine runde Linse, sondern was Eckiges. Ne? Also es sieht schon sehr, sehr schlecht aus. Samsung hat das, das Xperia hat das auch. Die haben auch eckige Linsen. Die ist aber in einer runden Linse verpackt. Das heißt, du hast eine runde Linse und da drin stellst du fest, ist eigentlich ein eckiges Element. Und einfach nur das Außenrum ist halt eckig, ist halt rund, um da drei runde Elemente zu präsentieren. Hier haben sie ja drei runde Elemente und ein eckiges in der Mitte. Ich glaube, dass die eckigen Dinger sind immer die Periskopkameras. Für den Zoom. Der Zoom beim Xperia ist ja fantastisch. Ich muss sagen, das sieht, würde ich es nutzen? Zum Testen ja, als Hauptgerät nein. Und wenn in dieser, was ist das, Leder-Orange-Silber-Variante. Die blau-goldene sieht aus wie... So normal halt. Ja, normal nicht. Das ist eher etwa, würde ich sagen, okay, du bist Twitcher und hast deinen Hauptwohnsitz in Dubai. Da bitte, das ist für dich und für alle anderen irgendwie. Ist das Leder, mein Lieber? Ich gehe davon aus, weil es hat diese Struktur. Grüße an LG. Genau, LG G4 war das damals mit dem veganen Leder, auf Deutsch Kunstleder. Geiles Smartphone. Habe ich neulich noch auf Threads eine Diskussion oder ein Gespräch drüber gehabt, was das für ein fantastisches Smartphone war und wie viele Innovationen in dem G3, G4 drin waren, die später dann entweder nicht mehr genutzt wurden, obwohl es fantastisch sinnvoll war, oder sich dann wirklich auch der Laser Autofokus zum Beispiel, der erste in einem Seriengerät. Oder du hattest die Bedienelemente auf der Rückseite. Ach, das war schon ein cooles Gerät. Das war, die Kamera war fantastisch. Und dann irgendwie, ich hatte das in Braun und in Schwarz. In Braun war es mir ein bisschen zu auffällig und in Schwarz habe ich es dann sehr lange genutzt. In dem schwarzen Ledervariante mit weißen Nähten sah geil aus. Aber zurück zu den Geräten. Ja, die Kamerabumps sind schon sehr auffällig. Und da wirkt das, was Samsung bei der S24-Serie macht, doch einfach sehr... Also, die haben da 5 Linsen untergebracht beim Ultra und trotz alledem wirkt das nicht erschlagen, oder? Ja, aber es ist ja wirklich ein Monstergerät, muss man ja richtig sagen. Das ist wirklich riesig. Und was ich interessant finde, ist, was diese Ultra-Geräte doch für einen Marktanteil haben. Also, das hätte ich nie gedacht. Aber wenn du mal dich umguckst hier, du siehst sehr, sehr viele Ultra-Geräte, auch wenn kein Mensch diesen Stift benutzt. Das ist echt interessant. Du siehst alle nur mit dem Finger rumtippen, aber keiner benutzt den Stift von dem Ultra. Das ist so ein Ding, ich glaube, lass den Stift doch einfach weg. Das wird keiner merken, mach dafür mehr Akku rein. In Deutschland ist das so, weil in Deutschland ist das ja sehr häufig noch so, irgendwie, ich kann meine Uhr zahlen, ich mache es aber nicht, weil da jemand wie ich daneben steht, der dann lacht. Und deshalb nutze ich den Stift nicht. Im Ausland wirst du sehen, die Leute sitzen in den Cafés draußen und nutzen diesen Stift sehr exzessiv. In Deutschland kann ich mir auch vorstellen, dass wenn ich zu Hause in den eigenen 4 Wänden bin, dann mache ich das. Aber sobald ich in der Öffentlichkeit bin, lasse ich den Stift lieber weg, bevor hier alle gucken. Ja, wobei du halt, ich sage nach wie vor, viele Menschen sind heute auf der virtuellen Tastatur schneller mit dem Fingertippen als mit dem Stift schreiben. So geht's mir. Das ist ja, aber dann probier mal die automatische Schrifterkennung beim Galaxy S24 Ultra aus. Die ist fantastisch. Ja, also selbst deine Saugklaue, Entschuldigung, Peter. Nee, das ist absolut richtig. Selbst die wird astrein erkannt und das ist ja ein eigener, das gehört ja mit dazu. Ich hatte das im Vorgespräch kurz erzählt, deshalb sind wir auf das Thema überhaupt gekommen. Ich brauchte neulich den Text aus einem Video, aus einem englischsprachigen Video und ich habe einfach mein Pixel neben den Lautsprecher gelegt, habe den Recorder eingeschaltet, habe das Video praktisch den Ton aufgenommen und habe dann die Funktion Transkript eingeschaltet, habe den Text, also das, was dort gesprochen wird in dem Video, also als Textdokument im perfekten Englisch bekommen und habe das dann von meinem Google-Gerät ins Deutsche übersetzen lassen. Die Übersetzung ist, ich sag mal, 85%. Also mehr als ausreichend gut. Anders ausgedrückt, es hat mir wahrscheinlich 4 Stunden Arbeit gekostet. Ich musste nur noch Kleinigkeiten an dem Text korrigieren, als ich den ganzen Text hätte aufschreiben müssen. Genau, und da kommt jetzt die KI wieder. Die KI könnte dann nochmal drüber gucken und sagen, oh, das passt so ganz nett. Das können wir noch ein bisschen optimieren und der Text dann von der KI im Hintergrund optimiert wird. Bitte, genau darum geht's. Genau das ist das. Und dieser Stift mit dieser automatischen Texterkennung, das ist ja wirklich auch noch ein anderer Weg, dass ich etwas schreibe. Und das kommt ja immer wieder vor. Ich sitze irgendwie bei einem Kunden und es ist dann unhöflich, also grundsätzlich darfst du ja sowieso nichts aufnehmen, wenn du etwas, da kannst du ja nicht kein Diktiergerät einlegen. So.
Du schreibst sie halt Stichpunkte mit und das machst du aber nicht, indem du einen Laptop aufklappst und am Bildschirm zwischen euch stehen hast, sondern du hast mit der rechten Hand, schreibst du auf dem Zettel, schreibst dir halt Stichpunkte auf, machst dir Notizen, völlig normal. Wie geil ist das, wenn ich dort ein Gerät liegen habe, was wie ein Zettel funktioniert, ein Smartphone, ein Tablet, wo ich mir Stichpunkte auf, ein Foldable, wo ich mir Stichpunkte handschriftlich notiere und der mir das aber direkt in eine Textdatei perfekt erkannt übersetzt, die ich dann später weiter verarbeiten kann. Weil darum geht's ja. Was nützen mir meine Termine, die ich mir in einen Papierterminkalender schreibe, wenn ich danach im Auto sitze und eigentlich möchte, dass das Auto mir sagt, wo ich jetzt hinfahren muss? Und deshalb ist diese Stifterkennung beim S24 Ultra für Leute, die da wirklich mit arbeiten, die ist schon perfekt, aber ich kann jeden verstehen, der in der Öffentlichkeit das nicht nutzt. Deshalb nutze ich auch das Bezahlen in der Uhr nicht, weil ich nicht möchte, dass hier auf dem Land der nächste Bauer mit Mistgabeln ankommt und mich wegen Witchcraft, wegen Hexen und Teufelei irgendwie verhaut, weil ich hier irgendwie schlimme Sachen mit meinen Uhren und meinem Telefon mache. Das stimmt allerdings. Aber es ist halt schon interessant zu sehen, dass halt wirklich so ein super teures Gerät halt wirklich diese Marktmacht hat, dass wirklich ja. Samsung sagt hier, wir halten an diesem Gerät fest. Es hat sich auch so etabliert, dass man so drei Modelle rausbringt. Machen wir uns nichts vor, Samsung ist der größte Player neben Apple auf dem Markt, ne? Und alle drei Geräte werden sich verkaufen wie geschnitten Brot, weil auch die Masse sich nicht dran stört, ob da jetzt ein Exynos-Prozessor oder ein Snapdragon-Prozessor drin steckt. Das ist dem auch völlig wurscht. Hauptsache die Bude läuft. Ne? Und das wird auch mit dem Exynos irgendwie laufen. Ich hoffe, dass es morgen online, wenn ihr das hier hört, dann müsste das Testvideo zum Xperia 10 Mark 5 draußen sein. Mittelklasse-Modell von Sony. Wo ich sagen muss, dass das erste Mal, wo Sony wirklich ein echtes Mittelklasse-Modell geliefert hat, was keine Schwächen hat. Außer der Prozessor. Nein, für ein Mittelklasse-Modell keine. Können wir nachher beim Nothing Phone nochmal drüber reden. Ja. Aber genau mit diesem Gerät, weil Unternehmen kaufen ihren Mitarbeitern keine 1500, 2500 Euro Smartphones, sondern die kaufen die A-Serie. Und damit verdient Samsung die Kohle. Die machen viel mehr Umsatz mit der A-Serie als mit den Top-Modellen. Und da ist jetzt die Frage, du hast gerade von den drei Modellen gesprochen. Ja, ich sehe viele Leute mit dem S24. Ich sehe viele Leute mit dem S24 Ultra. Das S24 Plus sehe ich nicht so häufig oder ich erkenne es einfach nicht, genau. Weil es mittlerweile der A-Serie so ähnlich sieht. Oder halt nur ein Ticken größer als das S24. Und wenn du dann so im Vorbeigehen, siehst du jetzt nicht den Unterschied von der Displaygröße. Also das, doch, ich ja. Na, weiß ich nicht. Also das ist, wenn du es normal hältst, glaube ich, erkennst du es nicht. Aber das ist auch wieder was Gutes. Ne? Also es gibt ja viele, die wollen eben dieses Understatement, die sagen, mir ist jetzt doch der Snapdragon-Prozessor wichtiger oder mir ist doch diese 0,2 Zoll mehr Display wichtiger. Oder fahre ein Auto, ich kenne jemanden, der fährt ein Fahrzeug, wo die Mittelkonsole, da wo du halt der Stauraum in der Mittelkonsole so gering ist, dass er dann Ultra oder eine Plus-Version nicht unterbekommt und deshalb auch als Firmenhandy auf ein kleines zurückgreift, in Klammern muss, weil er es im Auto nicht unterbekommt und er das Ding nicht offen rumliegen lassen möchte, was ich völlig verstehen kann. Also du musst das ja dann ständig mitschleppen. Sozusagen eine Lebensentscheidung, was du für ein Telefon kaufst oder was du für ein Auto kaufst. Doch, also ich mache es dann mittlerweile auch davon abhängig. Das Auto, was ich habe, das ist so groß, da kann ich ein Tablet irgendwie in die Mittelkonsole reinschmeißen. Also das Auto selber ist klein, aber die Mittelkonsole ist so groß. Und das ist halt für viele, viele gar nicht so. Also die Größe ist für mich tatsächlich sehr wichtig bei den Telefonen. Also ich könnte jetzt sehr gut mit dem S24 Ultra leben, aber ich trage auch große, dicke Jacken jetzt zur Zeit. Im Sommer wird es dann wieder schwierig. Wo soll ich diese Kiste hinschleppen? Ja, genau. Das wird dann. Kennst du die Seinfeld-Folge, wo es um die Herrenhandtasche geht? Nee. Er trägt zum Schluss halt einen Pelzmantel an und trägt irgendwie so eine, du kennst diese Opa-Handtaschen, diese braunen Lederdinger an der Schlaufe. Das ist eine Herrenhandtasche, da braucht man nicht drüber lachen. Und zum Schluss siehst du dann die Leute mit Herrenhandtaschen durch die Gegend laufen. Was ist da drin? Mein S24 Ultra. Weil das ist. Wie groß ist das? Wie groß wird das? 6,8 Zoll, wenn ich mich recht erinnere. Wobei, das ist ja auch das nächste iPhone, gibt es da Gerüchte, dass es auch wächst, ne? Also von 6,1 auf 6,3 Zoll und die Plus-Version steigern auch auf 6,9 Zoll. Dann hat Apple mich verloren. Wenn die das iPhone größer machen, dann ist das nichts mehr für mich. Ich denke mal, dass sie das machen werden. Zugunsten erstmal. Dann hat Apple mich als Kunde wirklich verloren, Peter.
Hier, ich habe oft, gerade gestern wieder, war mal in der Telekom-Bude, habe ich immer davor gestanden, oh, so ein Plus ist ja schon was Cooles, ne? Ein bisschen größer, aber ehrlich gesagt, ich habe nur nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, wenn ich mein iPhone in der Hand hatte, mein 13 Pro, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche jetzt ein größeres Display, nicht eine Sekunde, also kann ich nicht sparen. Nee, beim iPhone denke ich jedes Mal, wenn ich das in der Hand habe, ja, ich habe ein Pixel, ich habe ein gutes Telefon. Nein, ich denke natürlich, das ist mir viel zu dunkel, ich brauche eins mit viel mehr Nits, ja, weil genau. Das ist ja das, was ich heute brauche, Peter. Nits. Um was anderes geht's ja gar nicht. KI brauchst du nicht. Nitz, Hauptsache. Neumodische Ami-Kram da, wir brauchen Nitz. Es wird irgendwann so sein, dass ich, wenn ich Polizist wäre und eine Polizei und eine Fahrzeugkontrolle machen würde, würde ich irgendwie sagen, zeigen Sie mir Ihr Telefon. Und wenn das dann auf irgendwie 6000 Nitz eingestellt ist und auch noch in Textpunktgröße 48, würde ich sagen, geben Sie Ihren Führerschein her. Wenn Sie so ein Telefon brauchen, in dieser Helligkeit, dann und in dieser Größe, wenn Sie ein 6,8 Zoll Telefon in dieser Helligkeit brauchen, dann sind Sie nicht mehr befähigt, ein Fahrzeug zu führen. Steigen Sie bitte. Sie sind blind wie ein Mann. Das kann, ja, das kann ja schon sein, ne? Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr eine spannende Geschichte. Wir werden also auf jeden Fall darüber berichten. Ich werde mir auch, denke ich, den Livestream angucken, weil der wird wieder sehr. Ja, natürlich, werden. Der wird super. Der wird nicht mehr so super wie früher. Erinnere dich mal bitte, als Samsung sich auf der Spitze gewähnt hat, sie waren es nicht, aber gewähnt hat. Das heißt, als sie Apple überflügelt haben als erfolgreichster Smartphone-Hersteller, das war diese Präsentation, wo irgendwie das ostdeutsche Fernsehballett getanzt hat. Erinnerst du dich noch? Das war irgendwie eine 2-Stunden-Sause mit Popcorn und wie wetten das? Da haben wir uns auch damals darüber beschwert, was das sollte. Ne? Was hat das mit Smartphones zu tun? Wir haben gelacht und das ganze Internet hat gelacht und im Jahr danach sind die irgendwie in eine graue. Danach haben sie dann Nothings Präsentation vorweggenommen, die ja an Langeweile kaum zu überbieten sind und haben wir doch. Obwohl das so perfekte Überleitung. Obwohl das so ein spannendes Unternehmen ist, oder? Ich meine, jede Woche kommt da was. Jede Woche. Also ich glaube, Karl Pei hat sich in so eine Erinnerung gestellt, einmal pro Woche drop mal was irgendwo. Irgendwas. Und weil er hat es nämlich jetzt wieder getan. Absolut. Und er hat wohl das Pixel Phone 2a inoffiziell bestätigt. Also nicht Bezeichnung, wobei die mittlerweile auch in verschiedenen Dokumenten aufgetaucht ist. Er hat bei Twitter X, dieses ehemalige Netzwerk, was demnächst abgeschaltet wird, hat er einen Tweet, gepostet, so ein Wortspiel, wo es dann halt von New Year, New Me und dann runtergebrochen wurde, am Ende kam dann New Phone raus und er hat halt wirklich hier ist to 2024 everyone. Also es wird auf jeden Fall ein neues Phone kommen von Nothing und es gibt jetzt schon diverse Dokumente, wo das auch schon namentlich genannt wird. Phone, Klammer auf, 2A, Klammer zu. Modell ist das A142. Und wir gehen davon aus, dass es schon zum MWC vorgestellt wird, weil da gibt es auch schon Einladungen und Teaser. Es sind auch schon die entsprechenden Seiten online auf der Nothing-Seite. Und auch nach wie vor kristallisiert sich dieser Preis, 399 Euro, der scheint sich immer mehr zu manifestieren für das Grundmodell. Viel zu teuer. Ja, genau. Und das ist für Einsteigermodell mit 8 GB und 128 GB Speicher. Und dann gibt es da nochmal eine etwas größere Version mit 256 GB Speicher. Die wird dann wohl 449 Euro kosten. Warum sollte ich so viel Geld ausgeben, wenn ich ein Sony Xperia 10 Mark V für 350 Euro bekomme? Ein Gerät, was 3 Tage durchhält und wo ich den Speicher erweitern kann, wie ich will, weil das Ding Micro-SD-Karten frisst. Oder das Nothing Phone One, was deutlich, also definitiv nicht schlechter ist, haben wir auch schon lange darüber gesprochen. Jetzt habe ich es gesehen für 349 Euro. Ist der Wahnsinn, oder? Also das ist, das ist echt schwer, wie man sich da jetzt positionieren will. Du hast vorhin den Prozessor angesprochen, weil hier zum Beispiel steckt ein Dimensity 7200 Prozessor drin. Da machst du nichts falsch mit. Nein, der ist gut, aber es wird wieder die Menschen geben, die dann, warum ist das kein Snapdragon-Prozessor? Weil du keine Ahnung hast. Genau, weil es ist ein Prozessor. Er macht genau das, was alle anderen auch können. Es ist einfach nur diese Marketingmaschine Snapdragon, die hat es halt geschafft, diesen Namen so zu positionieren für Prozessoren als Synonym, wie Tempotaschentuch zum Beispiel, ja. Prozessor muss an Snapdragon dran. Nein, muss es nicht. Es ist einfach nur eine Marketinggeschichte, die uns geschafft hat, so lange zu beschwatzen, dass wir das als Nonplusultra ansehen. Weil ob das jetzt 2,1 Gigahertz hat, 1,9 Gigahertz, das wirst du im Alltag nicht bemerken.
Das ist richtig. Und wenn man sich die diversen, das ist ja das, wenn mir jemand erzählt, ja, da müssen die Snapdragon drin sein, warum den Dimensity, den MediaTek, das MediaTek ist ja früher diese Billig-Tablets. Ja, dann, wenn du das glaubst, dann bist du ja sicherlich jemand, der glaubt auch all diesen Benchmark-Seiten. Und dann schau dir einfach mal an, wie der Snapdragon, zum Beispiel der Snapdragon 8 Gen 1, ja, ich weiß, Vorjahresmodell, gegen den Dimensity punktet. Da liegen mal 20-30% dichter Dimensity vor. Und der ist also deutlich stärker als der Snapdragon 8 Gen 1. Der liegt eher auf dem Niveau eines 8 Gen 2. Nicht ganz, das weiß ich auch, bla bla bla. Ja, es halt immer auch drauf an, welchen Benchmarks. Genau. Genau. Ja, aber am Ende des Tages, das Ding ist schnell und so ähnlich wie jemand wie ich, der sich wieder mit dem PC-Bau beschäftigt seit vielen, vielen Jahren und am Anfang immer dachte, ey, da muss ja alles von Intel rein, die neuen Intel-Prozessoren. Leute, die sich dann wirklich auskennen, sagen, bist du bescheuert, warum willst du Intel reinballern? Das ist der größte Scheiß, den es gibt. Sag ich, was nimmt man denn heute für Prozessoren? Ja, ja, dasselbe hatte ich vor 2 Wochen auch. Ich habe wieder auf so einen Gimmick-PC umzusteigen, haben auch mit Intel-Prozessor, was willst du mit Intel? Ja, du Mist, ja, was? Aber ich dachte, das ist ja das Beste. Ja, genau, das ist das Nonplusultra. Aber auch da wieder, wie sie auf das Marketing reingefallen, über vielen, vielen Jahre Brainwashing, ne? Hier, nimm an, und dann, ich soll AMD nehmen. Als ich irgendwie damals PCs gebaut habe, war AMD so irgendwie, das war der Billigheimer von der Ecke. Ja, genau, das war der alte Prozessor. So, genau, der kann nichts, irgendwie, der ist da, ne, ja, den baust du irgendwie für deine Mama und deinen Papa, wenn du einen PC zusammenbaust, dann nimmst du einen AMD-Prozessor, kostet mit Mainboard irgendwie 70 Euro, alles ist gut. Und heute soll ich einen AMD-Prozessor nehmen, weil der die Intel verraucht? Ja, what? Ja. So genau so stand ich davor auch hier. Ja, und irgendwie, ich stehe in so einem Computerladen, da kommst du wirklich vor wie so ein alter Mann. Nein, ich will aber meinen Intel. Nein, ich kenne noch alle Werbeblöcke der 80er Jahre. Ja, ja, Opa, geh raus. Ja, genau. Die. Und genauso ist das ja auch mit den Snapdragon und den Dimensity-Prozessor. Und der ist gut. Also die bauen dann einen guten Prozessor in das Gerät ein. Und die bauen einen großen Akku ein. Und wir wissen ja, der Dimensity ist recht harmlos, was den Akku betrifft. Snapdragon mittlerweile auch sehr gut, gehen sie mit der Akkuenergie um. Da kommt ein knapp 5000 mAh, 4920 mAh Akku rein. Das Ding wird 45 Watt Laden haben. Grüße gehen raus ans iPhone. Das ist ein Mittelklassegerät von Nothing, oder? Also ja, das ist nicht absolut. Das End. Okay. Wir bekommen dort Nothing OS 2.5 mit Android 14. Ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass ich Sony mal loben soll, wie schnell die mittlerweile damit sind, dass Android 14 auf all ihren Geräten läuft. Und das stimmt. Alle Geräte, Xperia 1, Xperia 5 und Xperia 10, selbst das Mittelklasse-Gerät, hat schon vor Wochen Android 14 geliefert bekommen. Da gibt es andere Hersteller, die sich da deutlich länger Zeit mitlassen. Das Nothing Phone 2a wird wohl auch mit Android 14 kommen. Und wir haben, das finde ich ganz witzig, wir haben die IMX 615 als Frontkamera, das ist eine Sony-Linse. Und auf der Rückseite bauen die aber Samsung-Linsen ein. Das finde ich ganz putzig. Ja, das ist sehr skurril. Da müsste man sich halt jetzt über die Technik auskennen, was den Samsung anders machen als diese Sony. Aber ich glaube auch da wieder, wir sind es halt einfach gewohnt, dass Sony Kameralinsen baut. Ja, nee, nicht. Also es sind Samsung und Sony, die sich eigentlich immer bei allen irgendwie mehr oder weniger darum prügeln. Mal bauen die, Apple ist da das beste Beispiel. Mal bauen die Samsung-Linsen ein, mal bauen die Sony-Linsen ein. Die nehmen sich da nicht wirklich viel. Es ist manchmal ein Unterschied in der Darstellung. Das heißt, bei günstigeren Geräten nimmst du dann häufiger auch gerne mal eine Samsung-Linse, weil die ein Stück weit ein bisschen besser weiß, was der Anwender nutzt. Bei einer Sony-Linse, bei den hochwertigen Geräten, musst du dann sehr häufig selber gut fotografieren können. Dafür kriegst du aber die besseren Ergebnisse. So, und demzufolge ist das keine schlechte oder keine gute Wahl, es ist einfach eine Auswahl. Und, ja, natürlich, der Markt bestimmt es, ne? Und das ist auch gut, wenn es da Konkurrenz gibt, dass du halt dann aus verschiedenen Möglichkeiten dann eben das Passende zusammenbauen kannst, weil da kommen wir wieder zum Anfang, die KI wird es schon richten, ne? Weil ich denke auch, dass bei Nothing früher oder später irgendwas da kommt. Das nennt sich dann vielleicht CI oder CP. Wird auch KI heißen. Carl Pace Intelligence, irgendwie sowas. Nein, aber Carl's Intelligence, genau, die wird eingebaut sein. Der Assistent, der bei den Nothing Phones, hier hört ihr das zuerst, der virtuelle Assistent wird Carl heißen. Genau, hey Carl. Hey Carl. Ja, warum denn? Mach das Licht an. Das wäre doch cool. Das wäre doch mal. Hey Carl, wir sind Innovationsträger. Kannst du bei uns. Ich habe mir für mein Homeoffice jetzt so einen automatisierten, nicht automatisierten, so einen appgesteuerten Heizungsthermostat gekauft.
Wie konnte ich eigentlich ohne sowas leben? Das ist schon cool, ne? So ein bisschen Späßchen da, das ist, hat schon was. Ja, das ist total geil. Also es Witchcraft, ja, jetzt kann der Chinese irgendwie die Heizung bei mir steuern. Ja, ich weiß. Ist doch schön, muss ich schon nicht machen. Aber ich habe jetzt, war das bei Threads, habe ich gesehen? Smarte Fenstergriffe. Ja, das ist wichtig. Ich war völlig platt, was alles gibt. Also er macht das Fenster nicht selber auf, ne? Das musst du schon händisch machen. Aber er erkennt, wenn du den Fenster aufmachst und kippst, wird dann automatisch die Heizung runter geregelt. Moment. Das habe ich seit Jahren, habe ich im Badezimmer. Das Ding kostet 19 Euro in jedem Baumarkt. Und da braucht ihr nichts können. Das habe ich eigentlich in jedem Raum, wo ich keine App drin habe. Oder wo ich halt, wo es mich nicht wirklich interessiert. Das ist einfach strunzdumm, das Teil. Das schraubst du einfach an den Heizkörper an. Da, wo du den Regler dran hast, nimmst den alten Regler ab, schreibst das Ding dann. Das ist analog. Also du kannst da Einstellungen machen. Diese Teile, 19 Euro, die haben eine Fensterkipperkennung. Schon seit Jahren. Das heißt, da ist natürlich ein Sensor drin. Und wenn der merkt, dass die Temperatur in dem Raum sehr schnell fällt, dann merkt er, okay, da wird wohl jemand ein Fenster aufgemacht haben. Es wäre jetzt also blöd, dass ich hier einfach gegenboller, wenn die ein Fenster aufmachen, wäre es wohl sinnvoll, wenn ich mich ausschalte. Ja, genau. Aber das ist halt jetzt nochmal ein Stück weiter gedacht, weil du kannst natürlich noch mehr automatisieren. Ja, ja klar. Ne? Du kannst da auch. Und das Ding kostet 19 Euro. Guckt es euch mal an, in jedem Baumarkt, irgendwie zumindest in einem Hagebaumarkt. Ich hatte die früher auch mal gehabt, meine alten Wohnung, hatte ich die dann massenhaft aufgehängt, weil habe das dann alles smart gemacht, weil da stellst du auch eine Temperatur ein, da fährt er auch immer automatisch und dann muss ich nicht mit den Strichen auskennen, was das bedeutet. Hast einfach Temperatur eingestellt. Und auch sehr interessantes Side-Fact hier, wenn man so Thermostate einstellt, was haben sie gesagt? 8% der Leute stellen immer gerade Temperaturzahlen ein. Nicht 0,1, 0,2, sondern immer 0,5 oder volle Gradzahl. Genau. Wie irgendwie bei Lautstärke. Nein, ich mache nicht 8, ich mache 10. Und jetzt, ich mache natürlich 11. Auch genau, weil ich kann. Und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, meiner geht bis 11, den Namen des Films. Und jetzt werden sich nur die Spezialisten melden. Ja, die Spezialisten der 80er Jahre. Also grundsätzlich, ja, mache ich auch. Übrigens das Teil, was ich in dem Rest der Wohnung oder im Rest des Hauses habe, geht auch immer nur 5, 20, 20,5, 21, 21,5. Während bei den App-gesteuerten ich das natürlich einstellen kann, wie ich will. Was ich halt ganz cool finde, ist, ich habe da so eine, das haben auch die meisten, das heißt, jetzt weiß der Chinese alles von mir. Wenn ich das Haus verlasse, und das kann ich halt einstellen. Ich kann sagen, ja, bitte mach das so. Das wird passiert also nicht grundsätzlich. Wenn ich das Haus verlasse, wird die Heizung abgeschaltet. So, der merkt also, wo befindet sich das Smartphone oder wo befindet sich die Uhr. Alles klar, der ist gerade weg. Also, wenn er nicht innerhalb von 5 Minuten wieder da ist, fahren wir die Heizung mal runter. Hat den Vorteil, wenn man häufiger nicht zu Hause ist, weil man irgendwie eine Woche weg ist, dass in der Woche nicht irgendwie die Heizung durchbollert. Und dann gibst du natürlich eine Temperatur ein. Nicht, dass das irgendwie dann im Haus auf 3 Grad die Temperatur fällt, sondern du sagst, okay, und sobald irgendwie 18 Grad erreicht sind oder 15 Grad oder 16 Grad, dann kannst du bitte die Temperatur halten. Ja, wir wollen ja auch irgendwie hier keinen Schimmelpilz bilden oder was auch immer. Das ist total spannend und total stark, aber auch dort höre ich dann im Bekanntenkreis immer wieder, ja, aber der Chinese, der weiß tatsächlich alles von mir. Ja, und? Bin ich Atomphysiker? Ja, aber pass auf, es wird demnächst kommen, dass irgendein Hersteller von so smarten Kram herkommt. Wir haben eine KI, die erkennt dann anhand des Wetters, was jetzt kommen wird und anhand des, was jetzt vorhast, wird dann die Temperatur gefahren. Auch das ist schon alt. Das ist nichts anderes wie eine Automation, die einen Befehl wartet auf den Wetterbericht und dann halt die Heizung fährt, nur halt mit dem Namen KI bedeckt. Aber auch nichts Neues, weil das ist alles schon da, wird halt da einfach nur verpackt. Und da werden wir wieder bei Galaxy. Und ich glaube, nichts anderes, der wird das Galaxy machen. Auch wenn sie so viel KI oder AI da reinheimern in das Gerät, am Ende wird es nichts anderes sein als eine Automation, die wir schon seit Jahren haben, nur halt ein bisschen aufgebohrt. Absolut, da hast du absolut recht. Und nichts anderes ist das dann, glaube ich, tatsächlich. Aber trotzdem auch. Sehr spannendes Event, was da kommen wird. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr, außer die Galaxy S24-Serie. Müssen wir mal schauen. Aber du hast vorhin einen Punkt genannt, den ich sehr spannend finde. Da haben wir jetzt schon zweimal drüber gesprochen. Ich habe da abschließend bin da abschließend zu keinem Ergebnis gekommen. Wenn die wirklich sagen, das Gerät kostet 400 Euro. Das Nothing Phone 2a, meinst du? Genau. Weißt du, was das Nothing Phone 1 gerade bei denen auf der Nothing-eigenen Webseite kostet? Also ich hatte es jetzt gerade bei Maldives gesehen, für 339 Euro oder 349 Euro war das. Ja, den kaufst bei Nothing selber, da kriegst du für 329 Euro. Ja, siehst du.
Und dann, damit machst du dich doch schon selber kaputt. Leute, und wenn man. Da ist der Snapdragon 778G drin. Ja, ich weiß, der 778G Plus, der ist nochmal viel schneller. Der Dimensity 7200 und der Snapdragon 778G sind ungefähr auf demselben Niveau. Also der Dimensity ist irgendwie, lass es 10% schneller sein. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, du musst einfach ein neues Gerät präsentieren, auch wenn das eigentlich totaler Quatsch ist. Ne, wenn du einfach sagst, hier, wir haben das Nothing Phone 1 weiter im Angebot, aber wir reduzieren dann einfach den Preis, um eben in diese Preisklasse reinzurutschen. Und dass wir da ist dann wirklich, bleiben. Genau, das ist die Frage. Muss ich um 10% oder 15% mehr Geschwindigkeit zu bekommen? Und ja, wir wissen alle, was 10% oder 15% ist, das ist nichts. Muss ich da wirklich mir ein neues Gerät zulegen? Was dann auch noch ein, und die haben das genannt, oder die Gerüchte sagen dann ja zum Beispiel, nur ein dreiteiliges Glyph-Interface hat. Jetzt bin ich derjenige, der sagt, dieses Glyph-Interface nutzt du zweimal und dann ist gut. Ja, genau. Sagt ja auch der Mark Brownlee, der es ja ausführlich getestet hat, der sagt, das ist nett, das ist auch so ein Gesprächsstarter, weil du es halt hinlegst, dann, boah, was ist das denn? Habe ich ja auch gesagt. Ne? Aber also dann ist es irgendwann vorbei. Genau. Apple ist ja das beste Beispiel, dass viele, viele Menschen jetzt ihre iPhones viel, viel länger nutzen. Ich mache es ja genauso. Ja, ich habe früher alle paar Wochen ein neues Telefon gehabt. Ja, mittlerweile habe ich jetzt, ich überspringe sogar jetzt das iPhone 15, überspringe ich komplett, also ich habe das 14 übersprungen, ich habe das 15 übersprungen, ich warte schon auf 16, ne? Und das machen immer mehr Menschen und immer mehr Menschen kaufen Refurbished-Geräte. Was habe ich jetzt die letzte Zeit als an Refurbished-Geräten gekauft, ne? Von Sonos, von Apple HomePods und iPhones und so ein Kram oder Kopfhörer, ne? Und ja, das mache ich ja gar nicht mehr, ne? Ich will ja zeigen, dass ich Geld habe, nur deshalb kaufe ich diese Produkte ja und deshalb, ich lasse ja auch mittlerweile die Preise an den Geräten dran, dass die Leute sehen, was ich bezahle. Ach so, ja, das ist natürlich auch cool. Na, aber das ist, es wird immer sich weiter spreizen und die Hersteller wird es irgendwann auf die Füße fallen, weil die sagen, wir haben zwar eine super Marktdurchdringung, aber wir verkaufen keine neuen Geräte mehr und das ist irgendwann tödlich. Ja, und dann, weil eben die Innovation fehlt und die Leute werden ja auch immer schlauer und die dann sagen, ey, warum soll ich denn jetzt für 15% mehr Prozessorleistung jetzt 150 Euro mehr ausgeben? Es gibt eine Frage, die sich beim beim Nothing Phone 2A stellt. Kann es sein, dass das Gerät weltweit ausgerollt wird? Davon gehe ich aus, ja. Das Nothing Phone 1 gab es nicht in den USA. Genau, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das wohl auch geändert. Mittlerweile kannst du es da auch kaufen. Ja, ich glaube aber nur im Zusammenhang, ist ein Telekom-Gerät. Ich glaube, ein Telekom-eigenes Gerät. Ah, okay. Irgendwie war das, also ich glaube nicht, du konntest dort nicht in einen Elektromarkt gehen. Kann ja der ein oder andere korrigieren oder verbessern, wenn das der Fall ist. Aber zumindest gab es das am Anfang nicht in den USA zu kaufen. Was interessant ist, weil ich erinnere mich, als MKGB die CMF-Watch getestet hat, also die Carl's Money Factory Uhr, hat er gesagt, dass es die auch nicht in den USA zu kaufen gibt, während du die zum Beispiel in Europa ja mittlerweile völlig normal bei Amazon bestellen kannst. Mittlerweile also, so, ja. Es kann mir durchaus sein, dass das Nothing Phone 2A vielleicht tatsächlich etwas ist, was dann weltweit ausgerollt wird und dann auch ein Stück weit in den Gegenden das 1er ersetzt und wir halt irgendwie hier in Europa gesagt bekommen, naja, kannst du halt überlegen. 15% mehr mehr Prozessorleistung, vielleicht irgendwie eine bessere Akkulaufzeit, vielleicht eine bisschen bessere oder deutlich bessere Kamera. Die Kamera vom 1er ist immer noch nicht richtig, richtig geil. Das S5 KGN9 als Hauptkameralinse von Samsung, die ist schon richtig gut. Dazu kommt dann noch die S5 am Ultraweitwinkel. Ja, das kann schon Spaß bringen, als dass man halt sagt, okay, dann kauf das oder kauf das Nothing Phone 1, wo du halt ein geiles 120-Hertz-Display hast, was zentriert verbaut ist. Wobei ich davon ausgehe, dass die auch, Es wird dasselbe Gerät sein am Ende des Tages wie das Einser, oder? Ja, eben, so ein Facelift-Gerät, ne? Wir machen das Glyph-Interface ein bisschen kleiner, alles ein bisschen abgespeckter, aber es wird im Endeffekt nichts anderes wie ein neu verpacktes Nothing Phone 1 sein. Und ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal ein Hersteller wirklich herkommt und sagt, wir haben dieses Jahr kein neues Gerät am Start, wir machen einfach so ein Facelift, am besten noch mit so einem Frontcover zum Wechseln, so wie früher, ne? Beim Nokia 5110, wo du dann die Frontcover getauscht hast. Wir machen einfach so ein kurzes Facelift und könnt euch das dran packen, was ihr Bock habt, aber es gibt kein neues Gerät dieses Jahr. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn sich irgendwann mal so ein CEO hinstellen würde und sagen würde, unser neues Gerät präsentieren würde. So hier und
Kamera ist so gut und das und das und hier Display. Und dann nach einer Stunde Keynote erklärt übrigens, es gibt kein neues Gerät, sondern all das, was ich erklärt habe, sind die Verbesserungen der letzten 12 Monate vom iPhone 14 aufs iPhone 15. Wir haben da nichts Neues eingebaut, wir mussten da nichts Neues einbauen. Aber all das, was ihr jetzt bekommt, ich hatte ja neulich, vor einem halben Jahr oder so, hatte ich, als ich das Pixel, die Pixel 8 Videos gemacht habe, irgendein Spezialist in die Videos darunter geschrieben, ja, diese KI-Funktionen vom Pixel sind ja sehr schön, aber was Snapdragon da alles liefert an KI und die vom Pixel und Google, das ist ja gar nicht richtig KI, sondern es ist ja nur gefaked und Snapdragon, ich darf da nicht noch nicht drüber sprechen, aber ich habe die ja schon liegen und die können ganz, ganz tolle Sachen. Da habe ich mir gedacht, ja, alles klar, das ist ja super, wenn die so viel besser sind, dann freue ich mich drauf. Ja, genau. Ist ein halbes Jahr her. Da ist noch nichts gekommen, das habe ich damals, glaube ich, auch geschrieben, habe gesagt, alles klar, das schön, der eine Punkt ist nur, Google hat die Sachen schon draußen und Snapdragon redet immer noch. Die Sachen, die Google aber seinerzeit versprochen hat, die noch kommen, wie zum Beispiel der 4K-Kamera-Bump, also du machst einen Film und dieser Film wird, also du filmst irgendwas mit deiner Smartphone-Kamera, mit deinem Pixel, diese Daten werden über Nacht auf den Google-Servern bearbeitet. Das dauert relativ lange, weil das sehr aufwendig ist. Und dann kriegst du ein deutlich, also wirklich merklich deutlich besseres Ergebnis auf dein Smartphone geliefert. Wir reden hier von riesigen Datenmengen und das geschieht nicht von jetzt auf gleich, aber es dauert. Diese Funktion ist mittlerweile ausgerollt und funktioniert. Während die Kollegen, die mir sagen, der Snapdragon, der ist so toll, der liefert, warte ich immer noch drauf. Das heißt, einfach ein Google-Kamera-Hersteller, ein Smartphone-Hersteller, sich hinstellt, sie und hier werden die Daten und und das ist alles schon da und das ist die Verbesserung vom letzten Jahr auf dieses Jahr und ihr braucht deshalb kein neues Gerät kaufen, ihr kriegt aber eine neue Version geliefert, Android 15, genau. Die ist super. Und wir machen die schönen UVP um 200 Euro günstiger. Boom. Genau. Oder wir lassen die UVP gleich, weil wir haben euch in den letzten 12 Monaten ja ganz viel geliefert. Ja, genau. Ne, als Serviceleistung. Genau. Ne, ich glaube, das wäre mal eine Zäsur. Ne? Das wird die Technikwelt auf links drehen und wenn dann einer anfängt, glaube ich, würden auch andere Hersteller sagen, eigentlich ist das schon eine geile Idee, weil haben wir nicht diesen Innovationszwang, dass wir irgendwelchen KI-Kram da einbauen, um des Teufels Willen, um da irgendwas Neues zu präsentieren, weil am Ende des Tages wird dieses Samsung Unpacked Event sich nur um diesen KI-Quatsch drehen und am Ende wirst du genau das sehen, was wir gesagt haben. Wir trinken jedes Mal einen Schnaps, wenn er KI sagt. Genau. Dann sind wir nach 20 Minuten ein schönes Trinkspiel, aber ich sowas von, ja, schon bei der Einladung werde ich voll sein. Aber am Ende des Tages sehen wir ein ganz normales Galaxy-Gerät, was wir von Vorjahren schon kennen, ja, in großen Teilen, wo dann nur dieser ganze KI-Quatsch mit eingebaut wird, der auch per Update kommen könnte in dieses Gerät. Aber du wirst keine Innovation mehr sehen. Also davon gehe ich nicht aus. Weil am Ende, wie wir ja schon so oft gesagt haben, es werden nichts anderes sein wie Automatismen, die jetzt den Beinamen KI tragen. Aber das ist dann wirklich genau dieses Ding, anstatt zu sagen, hier, das ist das Gerät vom letzten Jahr, ihr habt ein Update mit dem ganzen KI-Quatsch, UVP bleibt gleich hier, dafür habt ihr jetzt 7 Jahre Update-Versprechen, hier mein Wort, ne, und wir liefern die nächsten 12 Monate das danach. Da arbeiten wir gerade dran. Dann kannst du nämlich die Ressourcen für neue Geräte, die du überhaupt nicht brauchst, woanders da einsetzen, eben für Firmware-Verbesserungen, weil da ist ja noch so viel Potenzial, da kannst du noch Innovation einbauen. Die Prozessoren leisten heutzutage so viel und sind so stark irgendwie. Wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile einen, ich glaube, 8 Jahre alten Intel-Prozessor in meinem PC verbaut und spiele GTA 5 in höchster Auflösung. Und jetzt bin ich irgendwie dabei und meine Grafikkarte, ich habe da eine 70 Euro Grafikkarte drin und einen 40 Euro Prozessor und das habe ich in einen Computer eingebaut, für den ich irgendwie 150 Euro gezahlt habe. So. Ja, und das. Und da läuft jetzt, laufen jetzt Skyrim in höchster Auflösung drauf und irgendwie mit 60 Frames. Es läuft alles. Die Prozessoren sind heutzutage so stark. Das ist doch einfach totale Wurst. Es ist natürlich immer mal wieder so, dass ein Hersteller dann auch wirklich sinnvolle Sachen macht. Samsung. Wir setzen keine Exynos mehr ein, sondern wir setzen auf Snapdragons. Aber im Großen und Ganzen kannst du eine Keynote jedes Jahr machen, wo der Timmy steht, da steht der Kollege von Google und der Kollege von Samsung und die erzählen uns, hallo, Grüße von Apple, Samsung und Google, dieses Jahr gibt's nichts Neues, schönen Tag noch. Ja, genau, das wäre mal was. Auf Wiedersehen, genießt das Wetter. Genau. Sage ich jetzt auch zu euch, genießt das Wetter, ich muss jetzt irgendwann gucken, dass ich hier die Straße freischaufel. Und ich gehe jetzt mal raus, es regnet zum Glück nicht, aber... Na, hier schneit das immer noch, also ist der Wahnsinn. Mal kommt mal die Sonne raus und... Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis denn. Nächste Woche. Tschüss. Ciao.